neues Video von Drehmoment. Roadtrip, nämlich Dennis, Moritz und ich sind auf dem Weg zu KK Automobile. Wo ist es? Kahlefeld? Irgendwo Niedersachsen, glaube ich. Und sind jetzt in einer halben Stunde schon da, sind nämlich seit 5.30 Uhr unterwegs heute Morgen. Und weil, ich freue mich mega, die Karosserie von unserem E30 Vollcarbon-Projekt ist halb fertig. Die gucken wir uns heute an. Und wenn es gut läuft, werden wir ein, zwei Steps von weiteren Carbon-Teilen, die angebracht werden, begleiten. Das wird ultra spannend. Wir sehen zum ersten Mal das Carbon live, die fertigen Teile. Und ja, schauen mal, ob alles passt an der Karosserie. Und danach sind wir nämlich unterwegs, geht's gleich weiter, zu e30.de bzw. 300mm.de zum Tino Trümer und holen dort die Bremse für unser Projekt ab. Also es geht endlich am E30 Carbon weiter am Projekt. Wir freuen uns sehr. Bei Moritz ging auch einiges weiter beim Thema Titan. Ja. Nee, die haben uns auf Instagram ein bisschen folgt. Genau. Wir haben jetzt die Titanbleche, sagen wir mal so, zuschneiden lassen, also mit einem Laserzuschnitt. Die ganzen Teile sind jetzt da in der Werkstatt. Ich habe auch schon ein paar Teile in der Rollbiegemaschine gerollt und hergestellt. Also es geht voran. Jo, also es geht endlich voran, tatsächlich. Kleiner Zwischenstand, bei GP Power gibt es auch Lieferprobleme, so wie auch beim Carbon welche gab. Das heißt, der Motor ist immer noch nicht zusammengesetzt. Da fehlt tatsächlich die Kopfdichtung, die verstärkte. Und also dieses Jahr werden alle Planungen über Bord geworfen im Prinzip. Egal, wir sind froh, dass es jetzt bei unserem Teil weitergeht. Und wie gesagt, später geht es zu 300mm.de, die Bremse abholen, die wir euch präsentieren. Aber das werden wir dann in einem zweiten Video zeigen. Und ja, bis gleich bei KK. Für mich das erste Mal ein E3 oder E30 Teil in Echtcarbon zu sehen, vielleicht abgesehen von der Motorhaube oder so. Ich stelle dir gleich einige Fragen, okay? Dass du keine M3 Karosse hast, müssen wir den auch einschneiden, reinversetzen, wieder verschweißen, dass die Leiste hier drauf passt. Weil beim M3 ist das schmäler. Echt? Ja. Okay. Deswegen habt ihr schon hier reingeschnitten. Mhm. Krass. Sonst kriegst du die Hutablage nicht raus, sonst kriegst du hier keinen Winkel hin. Ah, so gehört's, okay, ja. Ja, ich verstehe. Ja. Dass das ein bisschen weiter reinwandert. Genau. Cool. Kotflügel habe ich schon angepasst. Passt mit den originalen Löchern. Das ist stark. Frage, weil wir es hinten auch gleich gesehen haben. Nee, hier sieht es jetzt nur solche Bläschen. Gut, mit Klarlack, nicht mit Klarlack, mit farblosen Spachtel wird das weggemacht. Dann sieht man das nicht mehr. Ja. Echt. Hast du gehört, Moritz? Ja. Sieht dann aus wie eine Spiegelfläche. Hammer. Auch solche hier, diese Stellen. Ja, das meinten wir genau. Ja. Das ist gleich da hinten besonders ins Auge gefallen. Genau. Nee, das ist nachher alles weg. Ah, Gott sei Dank. Du hast dann halt die Übergänge, werden schwarz gespritzt, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Da ist das Kevlar. Genau. Aber hier ist halt perfekt jetzt in dem Zustand, dass man mal den Unterschied sieht. So sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Von innen, das ist schon geil. Dachte ich, das geil, ja, super. Das ist das auch. Ich gedacht, es wird sich Carbon. Nee. Ach so. Also, das ist Carbon. Das ist alles Carbon. Aber das, ach gut. Das Teil, also C-Säulenaufsatz, die Verlängerung, Heckstoßstange, Seitenschweller und Frontschütze werden nicht in sich Carbon.
Okay. Das war, weil die Scheibe hier irgendwie steiler steht, ne? Hast du irgendwas erzählt? Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer zu formen in sich Carbon. Und das hat sich dann erst im Laufe des Projekts dann herausgestellt, dass es nicht funktionieren wird, ja, guck mal, dann ist schon hier auch die C-Säule in sich Carbon zu machen. Siehst du auch viel. Aha. Wie das labbelt, ne? Das ist ein Kevlar-Hinterteil. Kannst du jetzt da reinmachen? Stimmt. Ich halte es mal hier. Was ich? 3-4 Kilo. Also zum Schluss hätte ich auf jeden Fall die Frage, was ihr empfehlen würdet. Schwelle, also Schwellevergleitung, Schwelleverkleidung und Stoßstange vorne hinten, plus das sind ja schwarz. Ja. Aus eurer Erfahrung heraus, lässt man die schwarz, damit es stimmig aussieht zum restlichen Sichtcarbon? Oder hast du da eine Farbempfehlung? Wir haben schon überlegt, ein Anthrazit, was dem Carbon vielleicht ähnelt. Kannst du erst sehen, wenn das Auto komplett zusammen ist. Also einmal komplett zusammenbauen und dann kannst du dir überhaupt eine Farbe drauf vorstellen. So ist zu viele Unterschiede. Er hat da nochmal gemacht. Ja. Weil die hier sehr dünn ist. Da bei dir ist ein kleines Loch drin. Das ist die von der linken Seite jetzt. Ja. Hätte gesagt, die hat er nochmal gemacht. Ja. Das ist jetzt die. Ach, das sind die Stoßstangenhalter schon aus Kevlar. Genau. Krass. Einstellen kannst. Weil da hast du nicht viel Spiel. Schon. Ich glaube, die Kunst kommt erst, wenn das alles verklebt ist und dann der Lackierer dran geht und die ganzen kleinen Unperfektheiten rausmacht. Weil, wie er sagt, das Ding kannst du erst vorstellen, wenn es wirklich da steht. Und dann kannst du dir eine Farbe überlegen, weil im Moment sind es zu viele Eindrücke. Hier fehlt noch ein Teil, da ist irgendwas schwarz, da ist irgendwas schwarz, da ist irgendwas, da blitzt irgendwas durch. Da sind Luftblasen, da ein bisschen Kevlar, deswegen ist das, glaube ich. Aber es wird schon ziemlich perfekt, sieht man jetzt, wenn er sagt, welche Stellen noch ausgebessert werden. Ich bin gespannt. Also ich, wie gesagt, mir fällt selber schwer, mir irgendwas gerade vorzustellen. Also ich bin schon ziemlich begeistert, muss ich sagen. Hab nicht gedacht, dass es so gut wird, bin ich ehrlich. Wie gesagt, ich glaube, es wird noch besser. Ja, ja, es wird noch besser, aber... Ich hatte befürchtet, weil er hat ja gesagt, gerade Kotflügel ist so mit das heikelste Teil. Und das sieht doch, das ist jetzt die absolute Rohform. Das sieht schon heiß aus. Und wenn du dann noch das Gewicht dir jetzt gerade vorstellst vom Originalteil, gerade jetzt Heckstoßstange, was wir in der Hand hatten. Ja, ich bin gespannt. Die Optik ist einfach krass. Ich finde es immer heftig auf Fotos. Kriegst du es überhaupt nicht eingefangen? Nee, du kriegst es auch noch auf Fotos nicht. Jetzt stehst du davor und denkst, okay. Plastik. Na, da haben wir doch ein paar schöne Teile, ne? Ach du Schande! Das ist krank. Wirklich. Da das gibt's ja nicht. Kannst du mit einem kleinen Finger heben? Ja gut, es hat schon ein bisschen Gewicht, aber für das, wie es aussieht... Für so einen Trümmer? Ja. Der hält bei 300? Hat sich auch gut angefühlt, also nicht lapprig oder so, war schon steif. Wahnsinn. Heb mal hoch und lauf mal ganz schnell. Kann man gleich mal antesten. Aerodynamik-Test, meinst du? Ja, klar. Na, rasch stolpert er so. Hat er so zwei Helfen. Ah, die Heckdeckel, guck mal. Das ist halt, das ist geil. Besonders, dass er halt die Dinge... Der Übergang. ...getroffen genau. Hat, oder dass er die Linierung gleich hat. Das hat er uns ja versprochen gehabt. Also schön, dass es eingehalten hat. Und nur für die Kamera, jetzt passt es hier noch nicht perfekt, weil halt ein Stück der C-Säule noch da genau. Ist. Wir müssen es noch... Der muss richtig angepasst werden. Hier muss er, der Rahmen muss hier richtig rein, dann wird er verkleben. Da ist er noch raus, der muss noch runter, ne? Hier ist er noch. Mal gucken, wie es jetzt schon passt. Ich hole mal die Lippe noch. Da läuft Carbonwasser raus. Das ist für die
Carbonara. Stimmt, der was für die Carbonara-Sauce gemacht. Ja. Achtung mal jetzt. Sieht aus wie so ein Trinkhorn kommt, von den Wikingern. Ja, der kommt, wenn du reinbläst, kommt Luft wieder raus. Ja, blas mal rein. Oh ja, der ist der ist... Habe ich mir jetzt richtig? Oh, wow. Habe ich mir jetzt richtig? Passt das so? War ich jetzt... Nee, der kommt nach unten dran. Der macht Druck. Das schaffst du jetzt nicht, oder? Ja, der ist wild. Der kommt geil. Der Spoiler ist wild. Der kommt. Ich glaube, der bricht am meisten Genicke. Wenn Carbon auf Carbon auf Carbon geil. In Carbon. Oh, und ja, Rückseite so hoch. Halt auch, ne? Rückseite deckt den Moment drauf. Ja. Das ist jetzt halt. Und das ist lackiert. Das ist jetzt halt lackiert. Boah, sieht das krass aus. Ich glaub, komm mal ran. Okay, jetzt bin ich geil. Boah. Das wird geil. Das ist krank. Ja. Das sieht aus, als hätte das so 3D ist jetzt, ne? Glas. Ja, ja. Sag mal, ich muss mal näher ran. Also. Servus. Der Klarlack muss schon ziemlich dick sein, ne? So wie es aussieht. Ach Gott, sieht das geil aus. Das ist der Sven. Hallo. Heute hat er Zeit für uns. Letztes Mal war er auf dem Lausitzring zum Testen. Ja. Und ja, ihr macht das Ganze schon ein paar Jährchen. 30 genau. Und wie habt ihr angefangen? Was war der Auslöser, eine Firma zu gründen? Eine Firma zu gründen war, dass wir damals schon Rallye-Sport betrieben haben. Und das war eigentlich die Zusammenkunft, ne? Dass wir angefangen haben, unsere Dinge selber zu bauen. Also du bist Rallye gefahren? Ja. Okay, und jetzt zur Rundstrecke gekommen? 1997 haben wir gewechselt zur Rundstrecke. Okay, krass. Cool. Und ihr habt ganz schöne Öfen hier drin, also ziemlich heftige Autos. Ja. Wie kam es dazu? Seid ihr irgendwie BMW spezieller Ansprechpartner für die Rundstrecke? Oder was ist so der Hintergrund von eurer Firma? Weil ich glaube, ihr macht jetzt nicht nur kleine Privatkunden wie uns, sondern auch Teams, schätze ich. Wir haben viele Teams. Wir haben so 30, 40 Teams, denen wir zuarbeiten, die ihre Einsätze natürlich selber machen müssen. Wir machen eigentlich nur die Vorbereitung, den Aufbau oder Aufbestellung bauen wir die Fahrzeuge. Okay. Oder revidieren historische oder auch aktuelle Fahrzeuge. Okay. Was BMW so will, ne? Cool. Was beim BMW gibt. Schön. Ich glaube, Ferdi hat gesagt, er führt uns nachher nochmal durch die Halle, um zu zeigen, was so los ist momentan. Ja. Ziemlich viel, gell? Ja, wir haben Arbeit genug und so circa ein Jahr Vorlauf im Moment. Ne? Du fährst selber auch Rennstrecke in irgendeiner Serie oder irgendwas? Ich bin die ganzen Jahre gefahren, auch aktiv gefahren, eigentlich... relativ früh M3, E30, Gruppe N, Gruppe A, ui. Dann DTM-Fahrzeuge habe ich gefahren. Krass. Also von diesen DTM-Dingern habe ich bestimmt von den Originalen so 15, 20 selber gefahren. Boah. Und jetzt zum Schluss noch ein bisschen GT3, aber jetzt fahre ich nur noch zu Testzwecken. Okay. Was für Autos besitzt du privat, wenn ich fragen darf? Einen schönen Diesel. Keinen M3 gesichert oder so? Echt? Ja, gut, was ist privat? Jeder hat so seine Spielzeuge. Ne? Aber ich fahre ganz normal. Krass. Konventionell. Die du siehst die halt jeden Tag im Endeffekt, ne? Wenn du die jeden Tag siehst, ja. Ist es nicht so, dass die Begeisterung jeden Tag aufs Neue wächst. Ne? Ja. Das ist normal. Ne? Okay. Als wir letztes Mal da waren, standen zwei M3 waren es Jägermeister, ne? Ja. Dürfen wir drüber reden oder ist das irgendwie geheim? Nö, das ist. Okay. Das ist für Jägermeister, also Jägermeister hat so ein Privatmuseum und für die haben wir Fahrzeuge restauriert. Der eine ist das originale 92 Auto von, was Armin Hane gefahren hat, damals von Linda eingesetzt. Den haben wir restauriert für die, neu aufgebaut und bis zum Einsatz begleitet und der steht jetzt in Braunschweig im Museum. Krass. Ist aber ready for race und kann immer gefahren werden. Krass. Den habt ihr neu aufgebaut, kann man sagen, ne? Den haben die in Frankreich gefunden. War auf Gruppe A umgebaut, das heißt, er ist an der Frontscheibe abgeschnitten gewesen und wir mussten nach vorne hin den ganzen Neuaufbau auf DTM 92 wieder machen. Boah. Dann haben wir versucht, mit alter Patina zu erhalten und alles, was alt war, funktionell wieder zum Einsatz zu bringen und den Rest komplett neu. Mhm. Krass. Ist eines der Jägermeister-Autos jetzt noch hier?
steht einer hier, ein Replika von dem 92er Gärtnerauto, aber das ist in privater Hand, das ist ein anderer Kunde, der mit Genehmigung von denen das Auto als Replika sich hat aufbauen lassen. Okay. Dazu gibt es das originale Auto aber in Norwegen auch. Das hat einen Freund von uns. Wenn der Ton ein bisschen schlechter ist, Entschuldigung, aber im Hintergrund wird schon an unserem Auto der Heckspoiler angebracht und kräftig gebohrt. Und Outdoor. Bitte? Outdoor heute. damit danke ich mich mal für das ganz kurze Interview. Dafür. Und Ferdi wird uns rumführen. Ferdi oder Friedhof dazu. Okay. Und ansonsten, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kannst du eine Aussage treffen, ohne dich jetzt festnageln zu wollen, wie es weitergeht mit unserem Auto. Dann habe ich eigentlich den perfekten Ansprechpartner gerade hier. Kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Also wir haben ein paar Projekte. Dadurch, dass diese Verzögerung mit den Teilen war, muss ich wirklich schauen, dass wir ihn jetzt wieder irgendwo zwischenschieben. Okay. Aber denkst du, in den nächsten Wochen wird sich nochmal ein Slot finden lassen? Nee, er geht dabei. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das, was wir machen, für mich ist es natürlich bombastisch, das erste große Projekt. Was sagst denn du, ganz ehrlich? So ein E30 in Sichtcarbon, was für einen Lackierer auch viel Arbeit sein wird, aber für euch auch nicht ganz unaufwendig ist. Selten oder ist es oft schon gewesen? Ein Vollcarbon, ein ganzes Auto, eigentlich in der Form noch nicht gehabt. Also selbst ohne Sichtcarbon noch nicht gehabt. Als Monocoque dann schlussendlich. Ne? Die kommen ja in Vollcarbon. Aber gut, die Z4 GT3 haben wir auch in Vollcarbon, bauen wir auch gerade wieder ein. Ja. Aber die Teile werden original auch so geliefert. Ne? Von daher ist es da ein bisschen einfacher. Ist schon eine tolle Sache. Haben wir so auch noch nie begleitet. Finde ich gut. Cool, freut mich. Ist ein Haufen Arbeit, weil das ist unheimlich schwierig, das Anbringen der Teile. Aber mal gucken, was wird. Also E30 M3 Vollcarbon, das Sichtcarbon mal außen vor gelassen, Vollcarbon jetzt auch noch nicht so gehabt. Doch, wir haben super leichte Autos gebaut. Ja, ne? Wir haben Autos gebaut, ähnlich im Aufbau, das Chassis auch noch anders bearbeitet, wo wir als rennfertiger Rennwagen mit 850 Kilo rauskamen. Ja, also wo die, das ist dann wieder ein ganz anderes Level, da war dann am Ende auch alles aus Kohlefaser. Ja, also wo ihr auch die Radläufe dann bearbeitet, dass er noch tiefer kommt und so weiter, meinst du wahrscheinlich? All die Geschichten. Genau. Aber das sind dann keine TÜV-Autos, ne? Wir reden eigentlich immer von Rennwagen. Genau. Okay. Ja. Nee, ist für mich mal interessant zu wissen. Okay, dann sage ich nochmal danke für deine Zeit. Dafür nicht, Jungs. Viel Erfolg. Ne? Danke. Wir sehen uns. Dann läuft einmal komplett über das Auto, ne? Sieht perfekt. Das ist auf der einen Seite so und auf der anderen Seite trifft es wieder runter. Das ist wie gerne so, so ein Bettlaken mit Blumenmuster, wo du das Auto drüber gelegt hast. Ne? Als Zugführer würde das nicht zulassen. Ja. Das ist für irgendwie Spielzeug. Abgelehnt. Guckst du das einmal an? Pauschal abgelehnt. Achso, wenn Dennis und ich, wir zwei Hübschen, dann Stefan den Carbon E30 aus dem Rippen leiern und ein bisschen durch Mannheim ballern. Wird geil. Du hattest, da hatten wir die Kamera noch nicht an, gesagt, wie das jetzt grundsätzlich vonstatten geht. Also ist jetzt alles mal angepasst, alles. Damit du siehst, passen die Spaltmaße so Pi mal Daumen. Aber du hast gesagt, jetzt die ganzen Kanten, die werden noch gespachtelt vom Lackierer dann? Die werden geklebt und die Rundungen werden gespachtelt, dass du nur einen ganz kleinen schwarzen Rand hast. Okay. So. Und du hast gesagt, dass ihr habt hier die Außenhaut, die machen wir eh gleich weg, hast du gesagt. Ihr habt aber einen Teil der Außenhaut, also des Rahmens, oben gelassen, gerade wegen Türschluss. Genau. Okay. Wegen Türschluss. Ja, jetzt haben wir wieder. Stefan braucht unbedingt sein fettes Soundsystem. Oh nein, da geht es nur um die Originaloptik. Muss sein Kapital Bra hören. Während er an seinem
an seinem Eistee sippt. Nein, wirklich gar nicht. Was? So eine Soundrolle muss rein. Da geht's. Da geht's eine richtig schöne alte Papprolle. Ja, irgendwie sowas von Kicker oder sowas. Und wie sieht's mit einem Soundsystem in der Tür aus? Ja, so Doorboards, ne? Packen wir dann gut hier Alubutylmatten rein hier. Aus? Nee, wir schäumen die Scheiße mit PU aus. Boah, ich glaube, dann schicken sie uns fort hier. Run like I don't got any state. Yeah, run it up. Yeah. Went from MIA to LA on the run like I don't got any state. Yeah, I went from LA to the A on the run. You can tell where I stay. Yeah, counting all this paper, I chase no sleep. Call me jet lag, baby. Yeah, counting all this paper, I chase no sleep. Call me jet lag, baby. Been 1,020, spent 100 hundreds. Money come and gone, let's get straight to it. Been a businessman, it's bigger than music. Eyes on a new building with like 8 units. What's for sale, I might buy it all. Don't wanna put in work, now you just wanna ball. Got Louis bags with no money in them. Bigger the lie, the harder they fall. Fast route, for me it's always been a cash route. Back route, spend some money, switch a piece of cash out. Always been a stand up guy, never back down. Curry's on my team and got some Pacquiao's. Ja, wir sind mal wieder geflasht, wie letztes Mal, diesmal noch mit unserem Auto dazu. Wir machen es kurz, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Rundführung. Und ja, für die vielen Hintergrundinfos zu unserem Auto, wie es gebaut wird. Sind sehr gespannt auf den fertigen Zusammenbau. Ja, Schluss der vielen Worte, wir fangen gleich weiter zu e30.de, dann im nächsten Video. Einschalten und abonnieren wir ganz cool, Kommentar. Bis zum nächsten Mal, ciao. Same team, we the new way. I told my baby, come and get some. What's hers, mine, is she here to stay? I said, do you love me? Why not though? I know I'm on the go, I'm on the run, girl. For the money, and my bottles. I know I'm not from LA, I'm from New York. Upstate though, and we got dough. And we don't show no mercy around the score. Eyes on my head, so we got both.